Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2 mit mir, dem Partizan von Time for Games. Wir wollten ja im letzten Part schon mal die Quest starten, beziehungsweise wir setzen sie da fort, wo wir angefangen haben. Und die bietet uns Jacobo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Der richtige Assassinen-Klassiker ist das. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Ich hoffe, das sind nicht zu viele Wachen. Oh, da wäre eine schöne Kiste. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Ich weiß auch nicht. Ich habe doch auch keine Ahnung. Okay, da ist eine Wache. Deswegen werden wir hier rüber gehen. Ich sehe ihn doch. Die nehmen das aber genau mit den nicht aus dem Augen verlieren. Boah. Gerade, dass er nicht runterfällt. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Was hat er vor? Oh, da ist eine Wache. Ja. Wir schauen uns ihn schon noch mal an. Ich bin gar nicht hier. Wo geht er denn hin? Okay. Hat wohl von dem guten Zeug. Ich sehe ihn. Ich habe halt echt keinen Plan, wo der eigentlich hingeht. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Hallöchen, Popöchen. Was können wir eigentlich nehmen? Ja, nehmen wir mal die Wurfmesser. Die Giftklinge finde ich immer ganz lustig, wenn sie vor sich hin torkeln. Ist der betrunken? Dann könnte ich nicht so herumspringen, du Dödel.
Warum reitet der eigentlich nicht? Warum muss der unbedingt zu Fuß gehen? Überall stehen Wachen. Der wird sicherlich dann direkt hier reingehen, den Stiegen runter. Da ist doch schon irgendwas. Da ist er, Kamera. Keine Sorge. So, die nehmen wir zum Schlägern mit. Was für ein komischer Mantel. Der kommt mir bekannt vor. Ich habe ihn verloren. Der kommt mir bekannt vor. Mein Herr, auch ein schnelles Wort. Wo ist? Warum kann ich nicht attackieren? Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Das sieht doch cool aus. Wir stehen da, sie stehen dort. Ach so, ich muss hier lang. Okay. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genau nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe, Assassine. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass ihr uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Nein. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Lanzo, da ist er! Auf ihn! Ah! Ausweichen! Oh! So, den habe ich geschafft. So, sie attackieren sich ein bisschen selber. Das fällt mir natürlich in die Karten. Also die hellsten sind sie nicht. Er kommt. Aua. Aua. Oh. Alter, die machen halt. Du brichst die Regeln. Wir brechen dich. Lass dich nicht entkommen.
Ja, ich habe gerade da gekämpft. Es könnte schon sein, dass ihr mich da gesehen habt. Komm! Aua! Muss ich ihn töten? Tatsächlich, ich hätte ihn doch irgendwie verschonen können. Angst, ohne Last. Requiesca in pace. Und die anderen sind abgehauen, oder wie? Na komm, du hast doch was. Etwas habe ich auf jeden Fall aufgesammelt. So, wo sind wir denn? Okay. Sorry. Hey, mein Kumpel. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Ja, cool. Aber seid gewarnt. Er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Yeah. Medici-Umhang. So, wir müssen jetzt woanders hin, aber wir gehen hier rauf. Noch den nächsten Aussichtspunkt synchronisieren. Ja, sieht recht hübsch aus. Dann könnten wir vielleicht noch schauen, ob wir unsere Ausrüstung ein bisschen hochskillen können, unsere Panzerung. Da, 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 da. Hier sind wir. Und hier springen wir auch runter. Wams. So. Wo führt uns das Fadenkreuz hin? Das ist hier die Frage, meine Freunde. Wir werden es herausfinden, noch in diesem Part. Aber ich darf das jetzt sogar, glaube ich. Ach, das sind die Wachen. Okay, ich verstehe. Ich könnte ein bisschen Medizin vertragen. Genau.
Gift habe ich genug. Ja, es ist halt, ne, die Berufsgefahr. Das ist aber nicht Leonardos. Doch, das ist Leonardos Werkstatt sogar. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. So, dann werden wir im nächsten Part zu, ja, zu Leonardo da Vinci reisen nach Venedig. Ich freue mich schon, ich hoffe ihr auch. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen, euer Pazian LP. Tschüss Leute.